Die Schulkirche gehört zu den bedeutendsten Rokoko-Kirchen in Deutschland. Rokoko ist eine graziöse Spätform des Barock. Das Gesamtkunstwerk war Ziel und Absicht dieses Kunststils. Malerei, Plastik und Architektur wetteifern sozusagen, einen Kirchenraum zu erschaffen, der ja Gottes Heiligkeit zum Ausdruck bringt. Demnach bin ich eigentlich auch Rokoko. Ein Oberpfälzer Schmied hat dieses schöne Abschlussgitter angefertigt. Und es stammt eigentlich von der Kirche noch von 1699. Man spürt so richtig, wie die Menschen dieser Barock- und der Rokoko-Zeit, ja, Repräsentation, Architektur, Malerei und Stuck und alles, was mit Farben und Rausch und Raum zu tun hat, liebten. Und eigentlich war dies alles ein Zeichen ihrer Gottesverehrung. Eine reiche, adelige Witwe namens Franziska von Chantal hat die Gründung dieses Ordens angeregt. Schön ist auch, dass ich hier eine Art eingebautes Crescendo habe, abgesehen natürlich vom Schweller und dem Tremolanten hier im Schwellwerk. Hat man im Hauptwerk, beispielsweise beim Registerschwert Prinzipal 8, dann glüht das so richtig nach oben hin auf. Unten ist relativ leise. Automatisch leiser. Das ist, dieses Phänomen hört auf, wenn man was anderes dazu zieht. Dann bleibt es relativ konstant und je mehr man dazu zieht, desto konstanter bleibt es. Aber die Einzelregister haben eine Art aufblühendes Crescendo in sich selbst. Obwohl diese schöne Sandner Funschorgel eine Barockorgel ist, kann man durchaus auch andere Epochen hier spielen, wie Romantik und auch moderne Musik. Wir haben Flöten 4, Flaschonettel 2 und die Zunge Schallmeier. Man muss immer das Registerschwert oben drüber. Darf das nicht verwechseln, was hier was ist. Und die Quinte 3 ist die Quinte 2/2 Drittel. Und das hier ist das quältere 1/3 Fünftel ist die Terz. Also wenn man Terz und Quinte haben will, muss man eben das beides ziehen. Und die Schwebung ist die Piffara, Salitional ist der Streichregister. Und hier haben wir auch nochmal Quinte 1,5, also eine sehr hohe. Man sieht also, es gibt nicht nur eine Orgelbewegung, in der romantische Orgeln zerstört und barockisiert wurden, sondern auch eine umgekehrte Orgelbewegung, in der barocke Orgeln romantisiert wurden, wie zum Beispiel die Funschorgeln in Amberg. Es war ja ein fantastischer Orgelbauer, das ist nur eine einzige originalhistorisch erhalten. Alle anderen wurden zerstört und romantisiert, weil einfach zu viel Geld da war. Da wollte man dann immer eine Orgel nach dem neuesten Schrei bauen. Zum Beispiel hat dann Steinmeier eine auch nicht schlechte pneumatische romantische Orgel aus der Barockorgel in der Klosterkirche gemacht. Aber das ist natürlich nicht die ursprüngliche Orgel gewesen, musste dann wieder zurückhergestellt werden. Und dass dann die Gasse auch wirklich so heißt. Mhm. Mal Fischfraugasse müsste es ja eigentlich heißen.